Gut, ich drücke einfach mal auf Play. Ja. Religion ist, Religion ist Menschen, als Menschen wird nicht Gottes werden. Das hat der Schach Schulman Rastik gesagt, gegen den Vater. Ja, das hat auch Lütschensky gesagt, ja. Das haben auch andere Philosophen gesagt, Religionskritiker, ja. Matthias Knutzen und so. Aber das Ding ist schon mal. Religion ist Menschen. Kennst du Matthias Knutzen oder Jacques? Das, ich fand vor allem lustig, dass der ältere Herr so bestätigend reagiert. Das ist einfach so eine konventionelle Verhaltensweise dann. Man ja, nickt sich gegenseitig zu, ja, genau. Das, also die Idee, dass Religion Menschenwerk ist und nicht Gotteswerk, geht bis zu der griechischen Philosophie zurück. Ja. Das ist ja auch, erscheint mir auch hochplausibel. Genau, und dass der junge Mann da dann wahrscheinlich einen deutschen YouTuber nur irgendwie zitiert in dem Zusammenhang, spricht auch nicht für die. Hast du den mal gegoogelt? Wie hieß der, Matthias? Nee, Knutzen? Aber ich werde das mal machen und mal gucken und das dann vielleicht irgendwie einblenden. Aber ich weiß das schon, es gibt irgendeinen griechischen Philosophen, der meinte, also das ist im Prinzip griechische Aufklärung, also vor 2300 Jahren. Es wäre irgendwie auffällig, dass die Griechen, deren Götter wären weiß, und dann gäbe es irgendwie die Barbaren. Weil sie immer Marmor benutzen, um sie abzuschalten. Wahrscheinlich. Genau. Und dann gäbe es im Norden die Barbaren und die würden sich ihre Götter als Leute mit roten Haaren vorstellen, so wie halt sie sind. Und hätten irgendwie Kühe und Rindergötter, würden sie sich die mit einem Huf vorstellen und mit Hörnern. Ja. Das ist schon sehr, sehr nah dran an Religions- und Menschenwerke. Und ansonsten, was die Philosophen anbelangt, die klassischen Leute, die sowas sagen, sind natürlich die Aufklärung, ja, Verschwörung, also Religion als Verschwörung der Priester. Oder Marx, der halt sagt, Opium fürs Volk oder Feuerbach oder solche Leute. Aber ich weiß nicht, für wie alt hältst du diesen jungen Moslem da vor dem Bildschirm eigentlich? Wenn der erst 20 ist? Nee, ich würde ihn für Ende 20, um die 30. Ja, naja. Aber es ist schwer einzuschätzen. Ja, da hat er vielleicht auch noch nicht. Mir sagte man auch immer, dass ich 20 Jahre älter wirke, wenn ich einen längeren Bart mal wieder habe. Ja, wenn du den Bart abnimmst und Haare wieder auf den Kopf. Ja, dann, also mit Bart sehe ich schon aus wie 50 irgendwie. Dabei bin ich auch erst Anfang 30. Ja, stimmt. Brigitte, meine Freundin, meint auch, wenn ich mich rasieren würde, würde ich viel jünger aussehen. Ja, und das findet sie gut. Okay. Also jedenfalls ist das nicht erst eine Erfindung von wahrscheinlich deutschen YouTubern. Okay, weiter. Ach, vielleicht ist auch eine Bildungslücke unsererseits. Verstehe ich, das ist eine Aussage, aber in keiner Weise wurde diese Aussage begründet, weil jede Behauptung muss ja auch irgendwie begründet werden. Ja. Und das Ding ist, es ist eine sehr interessante Frage. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden, was ist nicht, diese Aussage, dass Religion Menschenwerk ist, sei nicht begründet. Ja. Das ist sehr gut begründet. Ja, also vor allem sehr, sehr häufig, wenn man ihm mal Artikulationshilfe geben will, dann müsste man sagen, was er meint, ist, dass diese Aussage nicht gut begründet ist. Und dass die ganzen Behauptungen, die das begründen, zum Beispiel das, was ich vorhin zitiert habe mit den Hufen von Kuhgöttern, dass die halt eher unplausibel findet. Aber begründet sind die natürlich immer. Ja. Aber es ist doch im Prinzip auch, kann man nicht sagen, dass es unmittelbar evident sogar sei, weil doch alle Zeugnisse von Religion immer nachweislich durch Menschenhand in die Welt gebracht wurden. Ob es jetzt die Autorenschaft sind, darüber kann man ja dann spekulieren, aber geschrieben und erzeugt kommt auf den Zeugnis, ja erstmal natürlich von Menschen hervorgebracht. Ja, kommt auf den, was man mit hervorgebracht meint. Er würde natürlich sagen, was du gesagt hast, dass der Koran halt tatsächlich Mohammed direkt ins Herz gesenkt wurde, aber halt von Gott und das letzten Endes sagen,
die ultimative Ursache irgendwie Gottes. Aber was ich ein besseres Argument finde, was ist denn mit allen falschen Religionen? Was ist denn mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus, mit den ganzen Naturreligionen? Ja. Die sind doch offensichtlich nicht von Allah, die Polytheisten, die sind doch offensichtlich nicht von Allah in die Welt gebracht worden. Ja. Zumindest müsste er bei denen ja wohl sagen, dass die von Menschen gemacht worden sind. Ja. Gut, aber das ist jetzt eigentlich... Aber auch nochmal, wie bei dieser Autorenschaft, muss man auch nochmal erklären, so wie dieses älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Kennst du diesen Text? Wo ja auch Seiten, aber spekuliert wurde oder lange nicht klar war oder vielleicht immer noch nicht klar ist, ob von Hegel, Schelling oder wer war der dritte? Fichte. Hölderlin, glaube ich. Nee, Fichte, Hegel oder Schelling. Die haben, glaube ich, alle drei im Tübinger Stift auf einem Zimmer gelebt. Nee, aber war das nicht Hölderlin, der da dabei war? Hölderlin. Schelling und Hegel, genau. Ja, ich glaube. Hölderlin? Ja. Ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt sicher. Deshalb gibt es auch einen Hölderlin-Turm in. Ja, also Hölderlin war schon auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Schon, genau, ne? Hölderlin, Hegel oder Schelling. Und man kann jetzt natürlich überprüfen, welche Handschrift das war. Das war die von Hegel, oder? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann man ja dann schnell auf Wikipedia nachgucken. Mhm. Aber das zeigt, und das kann man eben ja belegen, dass auf jeden Fall einer von den dreien diesen Text geschrieben hat. Deswegen meine ich, es ist ganz evident, dass die Zeugnisse von Religion natürlich durch Menschen hervorgebracht wurden. Und also insofern eben der Phänotyp, nur Menschen können ja Dinge herstellen. Und jetzt kannst du sagen, es war die Handschrift Hegels, aber deswegen muss der Text nicht von Hegel sein. Und das kannst du dann natürlich durch weitere Nachforschungen versuchen, plausibel nachzuvollziehen, wer anderswo noch die Gedanken geäußert hat und wer wohl textlich, dessen Autorschaft dahinter steckt. Und so kann man das dann trennen. Also wenn du sagst, Religion ist von Menschen hervorgebracht, wenn du ein bisschen zynisch sagen willst, dass das ja unmittelbar evident ist, wer sonst sollte denn die Zeugnisse in die Welt bringen? Wenn du jetzt behauptest, Gott war das, dann musst du sehr viel plausibler noch argumentieren, um zu überzeugen, dass für den Inhalt nicht ein Mensch verantwortlich ist. Oder also der Koran, dem schreibt man ja in der Koranwissenschaft auch mehrere Autoren zu. Ja, Muslime sagen dann natürlich an der Stelle, da habe ich auch ziemlich ein bisschen rumkommentiert und diskutiert letzte Woche mit jemandem, der unser letztes Video gesehen hat, da ist die Argumentation, der Koran ist ein perfekter Text und Menschen könnten halt keine perfekten Texte hervorbringen. Das hat der Ahmadiyya, mit dem wir uns mal unterhalten haben, hier auf dem Balkon ja auch gesagt, wo du dann, glaube ich, aber auch gesagt hast, ja genau, und der hat dann noch gesagt, ein Mensch sollte mal so einen Text schreiben. Und das wäre ja irgendwie nicht möglich. Das muss auch ein Standardargument sein von fundamentalistischen Muslimen. Und dann hast du, glaube ich, irgendwas gesagt mit, naja, sollte mal jemand versuchen, einen Roman zu schreiben wie Thomas Mann, wenn er richtig gut drauf war. Das würde auch keiner hinbekommen. Ja, die Problematik ist denen schon bewusst. Nur sind halt die Rechtfertigungsversuche. Letztens erst auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was bedeutet es eigentlich, so einen Text zu schreiben? Also in welcher Hinsicht ist das perfekt? Und auch in der Koranwissenschaft gilt oder in der Islamwissenschaft gilt der Koran schon als ganz außergewöhnlicher Text. Aber man müsste die Kriterien jetzt nochmal genau kennen, die kenne ich jetzt auch nicht. Ich glaube, Marcel Krass, dem habe ich mal zugehört, der gibt dann immer so Anekdoten wieder, wie verschiedene Verse dann auf berühmte Persönlichkeiten gewirkt haben. Also zum Beispiel musst du einen Text hervorbringen, der es schafft, dass wenn ein großer Kritiker, der eigentlich kommt, um dich zu enthaupten, und du ihm dann und er dann sagt, was soll denn das da sein, was du da die ganze Zeit
runterbetest und vorliest. Und dann liest du ihm eine Sure vor und statt dich zu enthaupten, konvertiert er zum Islam. Ja? Mhm. Dann würdest du natürlich sagen, solch einen Text musst du mal hervorbringen, ja, der so eine Kraft hat. Ja? Ja. Aber Michel Foucault würde sagen, die Anekdote ist so schön, dass man um ihre Wahrheit fürchten muss. Ja. Von daher, ja, das ist... Und selbst dann haben sicher etliche Menschen natürlich auch Bücher von anderen Menschen gelesen und waren sofort inspiriert zu großen Taten. Aber natürlich kenne ich mich da zu wenig aus. Und wenn uns immer noch jemand zuschaut, kann man ja gerne in die Kommentare mal schreiben, in welcher Hinsicht der Text denn so außergewöhnlich sein soll. Also zum Beispiel, das hat einer von den beiden Muslimen, mit denen ich jetzt in der vorletzten Woche viel geschrieben habe, gesagt, er wäre zwischendurch widersprüchlich, wenn ich gegen die Bibel halt voller Widersprüche wäre. Ja. Aber das läuft natürlich wieder darauf hinaus, da ist dann die Textwissenschaft die Magd der muslimischen Theologie, denn... Die Bibel ist ja auch nicht widersprüchlich, kommt darauf an, wen du fragst. Ja, genau, aber... Also für die Zeugen Jehovas nicht. Nee, genau. Und dann kann man halt entsprechend die Interpretationsregeln halt genau so machen, dass es halt keine Widersprüche gibt. Ja. Und das ist auch nicht naturwissenschaftlichem Wissen widerspricht, aber man muss dann halt ruminterpretieren. Ja. Während hier gegen fundamentalistische Christen und Muslime halt sagen, wir interpretieren nicht rum. Wir sind die Einzigen, die es richtig verstehen. Ja. Genau so. Also so läuft das. Und dann ist das sozusagen aus der Perspektive das Argument dafür, wieso der Koran haltend von Gott ist, verbal inspiriert und halt eben nicht von Menschen gemacht. Ja. Was übrigens auch ein sehr schönes Phänomen ist, ich hatte vor 30 Jahren schon Dialoge auch mit Zeugen, mit diesem Interpretieren. Mhm. Wir interpretieren die Bibel nicht, wir lesen sie und handeln nach ihr. Mhm. Und was die an den Universitäten damit machen, die interpretieren ja die Bibel, die zerlegen die ja. Und das gilt als was ganz Furchtbares, das darf man nicht. Also es ist sehr zirkulär natürlich alles, weil sie schon voraussetzen, dass es ein heiliger Text ist, der nicht kritisch angefasst werden darf und so weiter. Und wir machen das ja nicht. Wir sind treue, verständige Sklaven, die uns unterordnen. Das ist ja... Die alternative Bezeichnung. Meine bessere Hälfte hat gerade. Ja. Elvis has left the building. Das ist ja die Alternativbezeichnung für die leitende Körperschaft, der treue und verständige Sklave. Das ja, also die haben halt, würde ich sagen, einen ganz naiven Begriff von Texte verstehen. Ja. Ja. Darschlägt, heißt interpretieren, glaube ich, ist ein schlicht verstehen. Ja. Und zu sagen, ich interpretiere es nicht, ich verstehe es nicht. Nee, die denken im Prinzip, dass Texte ganz eindeutig eine Bedeutung haben für den Verständigen. Und Interpretation wäre alles andere eigentlich, dass man dann noch so mit so anderen eben bedeutungskreierenden Regeln da halt dran geht. Ja. Und im Prinzip ist das, glaube ich, so dieses Gefühl, was Oberstufenschüler in Deutsch haben, wenn sie Gedichte interpretieren sollen. Ja. Da hat man ja immer das Gefühl, das ist eigentlich sehr willkürlich, ja. Da muss man schreiben, was der Lehrer will. Ja. Aber das könnte man auch alles ganz anders verstehen. Und das ist, glaube ich, so deren Vorstellung von, was interpretieren heißt. Ja. Also das heißt, es ist eigentlich auch ein bisschen so ein Versagen des deutschen Bildungssystems, ja. Dass man den Leuten nicht klar macht, dass das Textverständnis in der Tat was sehr Kompliziertes ist und dass Texte so gut wie nie nur eine eindeutige Bedeutung haben, sondern dass es immer auf die sinnkonstituierenden Regeln ankommt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, dass bei muslimischen Schülern schon ein sehr deutliches Bewusstsein dafür ist, dass der Koran verstanden werden muss, interpretiert werden muss und dass sie das aber auch nicht können, sondern der Imam macht das für sie. Also, und es bezieht sich aber immer dann eher auf
unverständliche Passagen müssen dann richtig gedeutet werden. Mhm. Ganz eindeutige Inhalte, wie dass Homosexualität verboten ist, das ist so leicht zu verstehen, das muss gar nicht interpretiert werden. Mhm. Also dann eher den Begriff bezogen auf Passagen, die du nicht unmittelbar verstehst beim ersten Lesen. Und dafür brauchst du dann Fachleute, die es ordentlich studiert haben in dem Kontext, die dir das auslegen. Naja, das ist dann quasi wieder der katholische Priester bis hoch zum Papst. Und naja, du hast recht, das ist so ein komischer Widerspruch. Auf der einen Seite gibt es halt dieses Interpretieren im Sinne von, was auch in den Text reindeuten, was nicht drin ist. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem sehr schwierig, es richtig zu verstehen. Man muss im Prinzip Altarabisch können. Und es gibt natürlich in der muslimischen Theologie auch eine sehr lange hermeneutische Tradition und auch eine lange Diskussion, wie Texte zu verstehen sind. Und es gibt auch unterschiedliche Ansichten. Und zum Teil, also es gibt ja eigentlich zwei Arten von Texten, die für Muslime sehr wichtig sind. Das eine ist der Koran, ist direkt von Gott, und dann gibt es die Hadith, also Hadithen. Das sind Geschichten über den Propheten, was der so getan hat und gemacht hat. Und die Hadithen werden immer rangezogen, wenn der Koran sich zu irgendwas nicht äußert. Gibt es schon so eine Hadithe, dass irgendein trunkener Moslem, glaube ich, nachts tatsächlich an die Mauer neben der Moschee pinkelt. Und das war quasi ein Präzedenzfall. Und dann sind halt Leute dann halt zum Propheten und haben gefragt, ob das irgendwie okay ist oder so. Da hat der gesagt, nein, ist nicht okay. Aber das Interessante ist, dass es mehrere tausend Hadithen gibt. Die sind alle nach dem Tod des Propheten innerhalb von einigen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten aufgeschrieben worden von allen möglichen Leuten. Und den muslimischen Theologen ist durchaus klar, dass ein Teil von denen halt das einfach, die im Prinzip erfunden haben, um ihre aktuelle politische Agenda mit einem Verweis drauf, der Prophet will auch das, was wir wollen, zu untermauern. Und deshalb gibt es da, wie zum Beispiel bei den Paulusbriefen, auch eine Dreiteilung. Es gibt Hadithen, da sind sich eigentlich alle einig, dass die authentisch sind. Die widersprechen sich nicht gegenseitig, die widersprechen nicht dem Koran, die sind sprachlich okay. Dann gibt es welche, da ist man so im Zweifel. Und dann gibt es auch Hadithen, wo gesagt wird, die sind falsch. Also genau wie bei den Paulusbriefen. Also wahrscheinlich muss man wirklich, auch was den Islam anbelangt, wirklich differenzieren und sehen, da, das ist eine Milliarde Leute. Ja, ja, klar. Da gibt es seit 1400 Jahren sehr viele verschiedene Richtungen. Und was wir jetzt diskutieren, ist halt nur eine ganz, ganz kleine und im Prinzip auch nur die von dem jungen Mann hier in dem Video. Ja, ja, also ich würde schon jetzt dieses Iman-TV als sehr unaufgeklärt einstufen. Würde ich das ist sicher auch sagen, ja. Sicher eine orthodoxere Gemeinde dann. Also so moderne, sehr strenge Auslegung. Also ich würde jetzt das auch nicht als repräsentativ für Muslime in Deutschland sehen. Naja, ist auch mein Eindruck. Hm. Die sind da durchaus. Auch diese aggressive Form der Dawa, also aggressiv, was tritt jetzt nicht aggressiv auf, aber sie gehen halt öffentlich auf Plätze und sprechen auch Leute an. Mhm. Das wird von vielen Muslimen auch abgelehnt. Okay, wird so wie es mitbekommen. Ja, weil es einfach zu aggressiv ist. Okay. Zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, sie gehen ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie die, aber ich glaube, die sprechen wirklich Leute an und fragen sie. Und die Zeugen Jehovas zum Beispiel stehen ja nur da und warten, bis sie angesprochen werden, soweit ich weiß. Weil das naja, sonst auch. Also ja. Zumindest ist das hier in Sonnenberg so. Die stehen da zu zweit dann unter ihrem Schirm mit so einem Party-Tisch. Und das ist krass, weil wenn man mal beobachtet, wie meine Sonnenberger Mitbürger da dann darauf reagieren, dass die da stehen, so als hätten die Lepra.
Ja. Das ist wirklich auch so, so unaufgeklärt und auch so dumm, ja. Und so, dabei sind das wirklich in der Regel, also das sind immer sehr angenehme Gespräche, die ich. Ja, es ist halt eine sehr starke Voreingenommenheit. Genau. Also wenn du dich erinnern kannst, als wir mal mit einer Schule, mit meiner unabhängigen, autonomen AG, kritische Lebenskunst, dass wir mal zu den. Bei den Scientologen? Zu den Scientologen gegangen sind. Mhm. Wie stark das aufgeladen war, ja. Also was kennst du von Scientologen? Nur das, was so medial vermittelt wird, das ist der Teufel persönlich. Also ist auch sicher eine problematische Organisation, aber was das für Alarm ausgelöst hat, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt einfach mal dahin und gucken mal, wer die sind und was die so machen. Und manche Eltern haben ja auch verboten. Echt? Ja, also manche durften nicht mit. Ja. Obwohl die ja alle schon Oberstufenschülern waren. Weil die Eltern Angst haben, sobald die das Gebäude betreten haben, ist es wie wenn sie sich in Schuss Heroin gesetzt hätten oder so. Ja. Dann kommen die nicht mehr raus. Das ist eigentlich wie das Gleiche, wie das zum Teil auch christliche Fundamentalisten oder auch muslimische sehen, dass man nämlich gar nicht Kontakt haben darf mit den Ungläubigen. Ja. Und dass das irgendwie so magisch man dann, ja, genau, ist ganz witzig. Ja. Aber jedenfalls, nee, ich finde, die machen das jetzt nicht besonders aggressiv. Und ich meine, in beiden ist eine gewisse Spannung. Ja, das kann man schon sehen, weil der alte Herr ja doch irgendwie auch Widerstand leistet, argumentativ. Und auch die Körpersprache von dem jungen Mann ist dann zum Teil nicht so, glaube ich, wie man das in einer Rhetorik-Trainingskursen beigebracht bekommt. Aber trotzdem, die geben es dann am Ende die Hand und versuchen sich da sehr bürgerlich zu geben. Aber naja, es ist halt, manchmal kommt es mir vor wie bei Gebrauchtwarenhändlern. Ich wollte gerade noch sagen, dass da auch so eine Grundangst dann mitspielt, dass man eben sich in eine Gefahr begibt, die man gar nicht erkennt, weil sie rhetorisch und so weiter so gut geschult ist. Also so, das ist ja ein Grund, warum Zeugen keinerlei Kontakte zu Abtrünnigen pflegen sollen, weil Abtrünnige als Repräsentation des Teufels selbst gelten und mit allen Wassern gewaschen sind und freundlich und mit allen Tricks auftreten, um dich auf ihre Seite zu ziehen und deinen Brunnen auszutrocknen, wie es, glaube ich, bei ihnen heißt. Und du merkst es gar nicht, wie du da so reinschlitterst. Und deswegen zieht man da eher die Sicherung vor und sagt, am besten gar nicht in die Nähe kommen, auch wenn er so freundlich tut. Es ist hochgefährlich. Naja, das ist, mir ist das aufgefallen, als ich vor 4, 5 Jahren mich mal längere Zeit auch mit ein paar Zeugen unterhalten habe. Wie gesagt, die stehen in Sonnenberg immer gegenüber vom Edeka, wo ich einkaufen gehe. Und dann habe ich mich auch vor ein paar Jahren mal irgendwie unterhalten und das war auch ein längeres Gespräch. Und dann waren die auch irgendwie angetan und haben dann auch gesagt, ja, wir können ja vielleicht Kontakt halten. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, Sie können doch mal bei mir vorbeikommen, ich wohne auch gar nicht so weit weg. Und dann sagten die wiederum, ja, das würden Sie gerne machen, ich wäre ja so ein sympathischer junger Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, aber, sie hatten mir nämlich eine halbe Stunde vorher halt erzählt, the devil in disguise, ja, dass heutzutage das Böse natürlich sich als, wie du sagst, freundlich und entgegenkommend zeigt. Und dann habe ich den Witz gemacht, ja, aber ich könnte ja auch the devil in disguise sein. Ja? Und dann ist wirklich bei beiden zumindest eine Sekunde lang wirklich war so ein richtiger Schrecken. Haben die das verstanden? Hast du das auf Englisch so gesagt? Ja, ich glaube, aber also die konnten auch Englisch. Also von daher war das, irgendwie war das klar. Oder ich weiß nicht, ob ich devil in disguise gesagt habe oder gesagt, ja, ich könnte aber der Teufel sein, weil der ja auch in so freundlicher Gestalt. Und dann ist wirklich eine Sekunde lang ist bei beiden ganz kurz freundlicher Gestalt, ist auch eine schöne Phrase. Und da habe ich richtig gemerkt, die glauben das wirklich, dass sie im Prinzip von lauter mehr oder weniger Teufeln umgeben sind. Und dann habe ich mich auch gefragt, das muss ja eigentlich schrecklich sein. Ja, Als Einstein, das ist im Prinzip so, als wenn wir als Juden unter Nazis versteckt leben würden und im Prinzip
alle anderen drumherum Nazis werden und uns Schreckliches antun könnten. Ja? Und was für ein Druck das auch sein muss. Ja? Mhm. Also sehr, sehr, und wenn man das Kindern vermittelt, ja, als das Menschenbild. Im Prinzip, es gibt 8 Millionen Zeugen auf der Welt, aber die anderen 8 Milliarden, die sind, haben sich mehr oder weniger direkt und bewusst oder unbewusst eben für den Teufel entschieden. Ja. Das muss wirklich, wenn man das glaubt, sehr, sehr belastend sein. Mhm. Ich glaube, das geht nur über ganz viel Verdrängung auch im Kontakt mit den meisten Leuten, dass man das überhaupt deswegen aufhört. Halte ich das ja so problematisch, diese ganzen Propagandamaterialien schon für Kinder zu machen. Also das bei den Zeugen kenne ich es ja ganz extrem. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich kenne das aber auch von muslimischen Schülern, die haben auch ihre Kindergeschichten schon, wo in die, und im, aus dem Christentum kennt man das grundsätzlich ja auch. Naja, das ist im Prinzip. Da wird dir was eingepflanzt, was du dein Leben lang nicht mehr loskriegst. Und dir wird halt wirklich auch Angst gemacht, ja. Es gibt einen Luther-Film, wo man am Anfang Tetzel sieht, diesen katholischen Priester, also Reformation, der Ablassbriefe verkauft. Ja. Und dann so eine richtige Show macht, so eine Theaterbühne im Prinzip aufbaut, wenn er in eine Stadt kommt und dann den Leuten droht mit der Hölle. Und in dem Film rattern dann in dem Moment solche großen Plakatwände so runter, ja, die so aufgerollt sind, wo man die Hölle in wirklich anschaulichsten Farben sieht und die Leute Können wir ihm entrinnen, dem Feuer der Verdammnis am Tage des Strafgerichts? Und was? Da ist jetzt meine arme Mutter vielleicht drin und hier mein Geld. Vielleicht können wir das als Einspieler jetzt gerade nochmal machen. Und das wird, ich meine, also aufgeklärte Muslime und Christen machen das nicht, aber Unaufgeklärte machen das. Und mir hat sogar wiederum ein Kollege an der Schule erzählt, es gäbe auf der anderen Reihenseite, ich sage jetzt nicht auf der falschen Reihenseite, gäbe es tatsächlich einen Pfarrer, der wäre schon ein älterer Typ gewesen, und der hätte dann, also katholisch, nach der Konfirmation, das ist das, glaube ich, wenn die 14, 15 sind, bei den Katholiken, ich bringe das immer durcheinander. Bei den Katholiken ist es Firmung. Oder genau, bei der Firmung? Mit 13 oder so. Ja, da gibt es dann die Geschenke. Ja. Und dann war dem Priester wohl klar, dass danach aber ganz viele Jugendliche einfach nicht mehr in die Kirche kommen und nicht mehr zum Gottesdienst, weil sie halt jetzt ihre Geschenke bekommen haben von Oma und Opa. Und dann, und das hat er wohl angesprochen und dann gesagt, aber ihr wisst ja, was mit den Leuten passiert, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen. Also das war in den 2000, also es war so vor 10 Jahren noch, was einem wirklich vorkommt wie das Mittelalter. Und das kann man doch 13-Jährigen, den kann man doch nicht mit der Hölle oder dem Fegefeuer drohen. Also das, also von daher, dieses unaufgeklärte, fundamentalistische gibt es nach wie vor. Und nicht, also wirklich nicht nur im Islam. Ja, ja. Und auch wirklich bei uns. Ich mache mal weiter, ja? Ja. Wir haben noch nicht mal ein Drittel. Oh.